Kennst du das Gefühl, dass du vor Elster Online sitzt, gerade deine steuerliche Registrierung ausfüllen möchtest oder deine Steuererklärung machen möchtest und deine Augen einfach nur so große Fragezeichen sind? Dann geht's dir bei weitem nicht allein. Meine Elster Online Tutorials auf diesem Kanal und auf unserem Zweitkanal haben insgesamt wahrscheinlich schon über 1 Million Aufrufe. Und obwohl die Tutorials wirklich umfangreich sind, haben diese Videos natürlich in den Kommentaren noch unglaublich viel mehr Fragen. Vollkommen klar, denn ich kann in dem Video natürlich nicht alle möglichen Fragen, die alle Selbstständigen potenziell haben könnten, beantworten. Und selbst wenn ich es könnte, dann wäre das so ein 26-Stunden-Video und es wird sich keiner mehr anschauen. Und da Elster Online für viele Selbstständige so der absolute Endgegner ist, wir als Selbstständige müssen Steuererklärung machen, nicht wie bei Angestellten, die das freiwillig machen können, wenn sie ein bisschen Geld zurückhaben wollen. Nein, wir als Selbstständige müssen uns mit dieser Software auseinandersetzen, weil ganz viele Online-Buchhaltungsprogramme oder Online-Steuererklärungsprogramme bieten die Funktionalität von Elster Online einfach nicht an. Und wir haben einfach eine Einkommensteuererklärung, eine Umsatzsteuererklärung, eine Gewerbesteuererklärung, zumindest die Gewerbetreibenden unter uns. Und wir müssen am Anfang den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Das heißt, wir müssen eine ganze Menge Formulare an das Finanzamt schicken. Und mir ist der Schmerz, den Selbstständige dabei haben, natürlich vollkommen bewusst. Und ich denke mir die ganze Zeit schon, wie kann ich das irgendwie einfacher machen. Und da ich mich privat viel mit künstlicher Intelligenz beschäftige, übrigens auch nicht nur privat, ich gebe aktuell eine ganze Reihe von Schulungen, wie Steuerkanzleien in ihrem Kanzleialltag, also in ihren Prozessen, künstliche Intelligenz einsetzen können. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, weil die künstliche Intelligenz dazu neigt, zu halluzinieren. Und das geht in so einer Steuererklärung natürlich nicht. Und weil ich das ganze Thema so spannend finde, habe ich schon vor Monaten ein kleines Tool gebaut. Und zwar ElsterGPT. ElsterGPT ist ein Custom-GPT in ChatGPT. Custom-GPTs sind diese individualisierten Chatbots in ChatGPT. Das heißt, die jemand bauen kann und dann mit bestimmten Befehlen, bestimmten Arbeitsabläufen, aber auch bestimmten Informationen füttern kann. Und genau das habe ich mit ElsterGPT gemacht. Bei ElsterGPT habe ich die offizielle Dokumentation von Elster Online für die relevanten Steuererklärungen für Selbstständige gefüttert. Ich habe das offizielle FAQ dahinterlegt und natürlich auch meine Erfahrungswerte. Das heißt, auch eure Fragen unter den Videos, die ich zu Elster gedreht habe, die sind da eingeflossen. Und deswegen übertreibe ich wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass ElsterGPT aktuell die beste Möglichkeit ist, Unterstützung bei Elster zu bekommen, weil es einmal die offiziellen Informationen sind und einmal auch die Fragen aus der Community, die ich ja aufgesammelt habe, beantwortet habe und da hinterlegt habe. Und ElsterGPT war in erster Linie für mich ein Tool. Das heißt, dass ich diese Software besser verstehe, weil auch ich kann natürlich nicht jede mögliche Fehlermeldung aus dem Kopf wissen, woher das kommt, wie auch. Und auch nicht bei jedem Feld weiß ich exakt alle Szenarien, was da potenziell eingetragen werden könnte. Und was jetzt die Grenze ist zu dem einen Feld und dem anderen Feld und so weiter. Sowas weiß man nicht auswendig im Kopf, sondern man liest sowas nach. Und deswegen habe ich ElsterGPT erstmal für mich gebaut. Jetzt ist aber so, dass OpenAI erst vor wenigen Tagen verkündet hat, dass die Custom-GPTs auch für die kostenlosen Nutzer von ChatGPT zur Verfügung gestellt werden. Und da dachte ich mir, dann teile ich doch mal meine Arbeit. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ElsterGPT kostenlos zu benutzen. Ich habe dieses Tool genau jetzt gerade veröffentlicht und es ist für dich zugänglich. Das heißt, du kannst natürlich weiterhin meine Tutorials gucken und darunter einen Kommentar schreiben, aber du kannst es auch einfach mal ausprobieren, mit deinem kostenlosen ChatGPT-Account nach ElsterGPT zu suchen und ElsterGPT deine Frage zu stellen. Und am besten machen wir das einfach mal zusammen. Ich zeige dir einfach, wo du das finden kannst und wie du deine Frage eingeben kannst und wir schauen uns dann zusammen die Antwort an. Und dafür nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns hier in meinem Account von ChatGPT und links oben auf der Seite sieht man immer GPTs erkunden. Das heißt, da kann man die individualisierten GPTs, also diese Chatbots, die jemand gebaut hat, finden. Und das machen wir doch direkt einmal. Und zwar gehen wir hier einmal auf GPTs erkunden und geben hier Elster ein. Elster. Und da wird mir das auch vorgeschlagen direkt. Ich klicke da drauf. Ich kann mir jetzt noch hier Informationen abrufen. Was macht der Bot eigentlich? Hier jetzt Hilfe bei Elster Online, also relativ logisch. Man sieht auch, ich habe es wirklich jetzt gerade erst in dieser Sekunde veröffentlicht und klicken auf Chat beginnen. Und dann kann ich jetzt mit ElsterGPT
kommunizieren. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach meine Elster-Frage an Elster-GPT stellen und Elster-GPT wird mir diese Frage beantworten. Und natürlich könnte ich mir jetzt irgendwelche Fragen ausdenken, aber ehrlicherweise ist es immer so ein bisschen schwierig, sich Fragen auszudenken, die möglicherweise so auftreten könnten. Ich habe ja tausende Fragen von euch aus dem Kommentarbereich meiner Videos und dann greifen wir uns einfach mal ein paar raus und schauen mal, was Elster-GPT für Antworten ausgibt. Und die Frage kopiere ich mir einfach und kopiere sie dann hier rein und wir lesen sie einfach mal zusammen vor. Ich habe noch eine Frage. Ich arbeite aktuell sowohl in Festanstellung als auch als Freiberufler, also als Yogalehrerin. Ich möchte jetzt nun eine weitere Freiberuflichkeit im Bereich Texter Konzeption im Marketing anmelden. Wie erfasse ich das unter dem Block 14? Muss ich dort meinen Gewinn aus erstens nicht selbstständiger Arbeit, also Bruttojahresgehalt und zweitens Gewinn aus beiden selbstständigen Tätigkeiten erfasst werden? Das heißt, ist eine Frage, was muss da genau eingetragen werden und wie ist das eigentlich, wenn man schon eine Selbstständigkeit hat? Muss man das jetzt addieren? Und da fragen wir doch einfach mal. Und Elster-GPT gibt uns natürlich auch eine Antwort, beziehungsweise zuerst wird erstmal das ganze Wissen, was ich da hinterlegt habe, durchsucht. Vielleicht noch eine wichtige Information, hinter Elster-GPT sind aktuell alle Formulare, die für Selbstständige relevant sind. Es sind nicht alle Formulare, die potenziell möglich sind. Das heißt, wir sprechen hier ganz konkret über die Einnahmenüberschussrechnung, wir sprechen über die Gewerbesteuererklärung, die Umsatzsteuererklärung und den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Natürlich, wenn ihr das Ganze spannend findet und ihr sagt, ich soll das gerne weitermachen, dann ergänze ich das gerne auch mit der Einkommensteuererklärung und so weiter. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal die Antwort an. Elster-GPT sagt, für die Erfassung deiner Einkünfte im Block 14 des Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, musst du sowohl dein Bruttojahresgehalt aus nicht selbstständiger Arbeit als auch die Gewinne aus deinen freiberuflichen Tätigkeiten sowohl als Yogalehrerin als auch im Marketingbereich ablegen. Damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Ja, es müssen beide Selbstständigen rein. Und hier nochmal ein paar weitere Informationen. Die Frage ist zwar schon beantwortet, aber hier gibt es trotzdem häufige Stolperfallen. Denn bei der nicht selbstständigen Arbeit, also im Angestelltenverhältnis, bekomme ich ganz, ganz häufig die Frage, ist es eigentlich das Nettogehalt oder das Bruttogehalt? Und hier sagt er nochmal, hier bitte das Bruttojahresgehalt eintragen. Auch wenn man erst Mitte des Jahres gründet, muss man trotzdem das Bruttojahresgehalt, also das gesamte Jahresgehalt eintragen und nicht nur für die Zeit, in der man selbstständig ist. Auch das ist eine Frage, die ich relativ häufig höre. Und wir probieren einfach nochmal eine zweite Frage und zwar folgende. Ich habe als Angestellte bereits eine Steuernummer erhalten. Kann ich diese auf den Rechnungen für meine freiberufliche Tätigkeit verwenden oder brauche ich zwingend eine neue Steuernummer? Und Elster-GPT antwortet mir, du kannst die gleiche Steuernummer für deine freiberufliche Tätigkeit verwenden, die du bereits als Angestellte erhalten hast, sofern keine Steuernummer benötigt wird. Dies wird im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung explizit erwähnt. Es ist jedoch wichtig, das Finanzamt darüber zu informieren, dass du eine freiberufliche Tätigkeit aufnimmst. Diese Information musst du innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit übermitteln. Du musst also den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und dabei die bereits bestehende Steuernummer angeben, wenn du sie weiter benutzen möchtest. Falls du eine spezifische Steuernummer für deine freiberufliche Tätigkeit benötigst oder das Finanzamt dies verlangt, kannst du im selben Formular auch eine neue Steuernummer beantragen. Das heißt, du hast da eine Möglichkeit, eine Steuernummer anzugeben. Und ja, mit der Antwort kann ich doch absolut leben. Das Schöne an ChatGPT ist ja, ich kann jetzt nochmal Rückfragen stellen. Ich kann jetzt auch nochmal sagen, wo gebe ich denn dann die Steuernummer an? Um deine Steuernummer in den Dokumenten anzugeben, folge bitte diesen Schritten. Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung findest du die Option Eingabe zur Steuernummer im Abschnitt Steuernummer. Das heißt, hier ist genau einmal erklärt, wo ich das Ganze machen kann. Ja, jetzt wird das hier nochmal für die Einnahmenüberschussrechnung erstellt. Das ist für uns ja irrelevant, weil wir erstmal nur über die steuerliche Erfassung, die steuerliche Registrierung sprechen. Und das Schöne auch, es gibt keinen englischen Hilfetext für Elster Online. Was aber das Schöne an ChatGPT und jetzt natürlich auch Elster-GPT ist, dass man hier einfach zum Beispiel sagen kann, auf Englisch. Und dann bekomme ich die Antwort auch einfach auf Englisch. Und das ist meiner Meinung nach eine riesige Hilfe, weil es Elster Online und auch Hilfetexte und so weiter einfach nicht auf Englisch gibt. Und jetzt bist du an der Reihe. Wenn du vor Elster sitzt und Fragen hast, dann schreib deine Frage doch einfach mal an Elster-GPT. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn du trotzdem noch irgendwie meine Videos schaust. Aber Elster-GPT ist jetzt online im GPT-Store. Es ist kostenlos. Ich möchte damit gar kein Geld verdienen. Ich finde es einfach spannend, mich mit der neuesten Technologie zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie man dadurch das Leben von Selbstständigen etwas einfacher machen kann. Wenn du dazu noch Fragen hast, Ideen hast für Elster-GPT, was ich damit noch mehr machen kann, welche Informationen und welche Daten ich dann noch hinterlegen kann und so weiter, dann schreib mir doch gerne deinen Kommentar. Und wenn du nicht nur Hilfe bei Elster Online brauchst, sondern auch ein Buchhaltungsprogramm oder einen Steuerberater und so weiter, dann findest du wie immer meine Empfehlung unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch noch einmal hier. Und du kannst jetzt natürlich auch noch ganz normal meine Videos, meine Elster Online Tutorials anschauen. Ich verlinke sie dir einmal hier. Da und da.